Hallo und willkommen zurück. Wir sind hier noch im Schleichmodus, denn wir müssen einen oder ja, sollen einen Tresor ausrauben. Das ist nur optional, aber ich würde es gerne machen. Ach ja, und da, ich erinnere mich, da sitzt eine. Ich habe ja gespeichert. Ich versuche mich mal an dem vorbeizuschleichen. Der Khajiit muss mit seinem Schwanz ganz schön aufpassen, dass er da nicht irgendwas von den Tischen oder Schränken fegt. Ah, Gold. Bewegt er sich? Ja, der ist aufgestanden. Da geht's jetzt nach oben. Ich dachte, es geht vielleicht irgendwo nach unten wegen diesem Tresor. Was sage ich? Tresor halt safe, wie auch immer, also kleiner. Der ist im Keller, Basement. Ist die Frage, wo es da runter geht. Na super. Schnell speichern. Dann probiere ich mal da durchzukommen. Nein! What was that? Nein, 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 nein. Oh. Ach, hallo. Jetzt habe ich gerade die falsche Taste gedrückt. Ich habe F9 gedrückt zum Laden. Das ist schlecht, weil dann beende ich nämlich die Aufnahme. Aber jetzt weiß ich wenigstens, es sind drei. Und es ist keine gute Idee, da lang zu gehen, weil da kommt jetzt der erste. Oh, oh, oh. Ich suche mir mal einen anderen Weg. Ich höre das leider auch ganz schlecht, weil ich den Ton recht niedrig habe, von wo der kommt. Aber da kann er ja jetzt nicht durch. Da geht's nach draußen. Ich hätte gerne noch einen anderen Weg nach unten. Ich hoffe nicht, dass es da bei dem Gitter runtergeht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, ohne ihn umzubringen. Da muss man doch bestimmt extreme Schleichfähigkeiten besitzen. Ja, da geht's auch raus. Da will ich aber noch nicht hin. Was haben wir hier? Das Leben von Uriel Septim, Band 7. Level aufgestiegen.
Und 168 Gold. So was Schönes. Und alter Käse. Den möchte ich aber nicht haben. Ach so, dann mache ich das auch gerade mal, den Levelaufstieg. Was habe ich denn das letzte Mal genommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich nehme mal Lebenspunkte. Ich könnte natürlich Schleichen gleich mal verbessern. Da habe ich sogar schon eins von 5 Punkten. Backstab, das klingt gut. Kann ich das machen? Oder da wird die, das Geräusch von der Rüstung um 50% reduziert und hier haben wir halt diese Sneak Attack. Mit 6-fachem Schaden. Ich mache erstmal das hier. Das ist vielleicht uns dann jetzt direkt hier auch sehr hilfreich. Ich hoffe zumindest. Ach, nicht Space drücken? E. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich da weiterkomme. Ah. Da sind zwei und der andere läuft rum. Die zwei, die da sitzen, ich weiß halt nicht, könnte sein, dass die mich gar nicht sehen, wenn ich da an dem Schloss rumfummel. Aber ich weiß halt nicht, wo der Typ rumläuft. Der entfernt sich gerade. Okay, dann nutzen wir den Moment. Schloss knacken. Und rein. Sollten wir es vielleicht tatsächlich schaffen? Da geht's in den Keller. Ich bin gespannt. Hoffentlich ist keiner da unten. Oh, doch, ich glaube, doch, da stehen welche. Ich mache dafür jetzt gerade mal einen extra Speicherstand. Falls alles total schief geht, dass ich da das Quicksave nehmen kann. Gegen den Tisch gelaufen. So, der Safe ist irgendwo auf der linken Seite. Aber da geht's gar nicht weiter. Ich sehe da unten das angezeigt. Da muss ich irgendwie außen rum. Münzbeutel.
Ganzen Tierfelle können sie behalten. Aber hier komme ich nicht weiter. Muss ich da echt an den Typen vorbei? Nö, hier. Hoffe ich. Da hat jemand seinen Besen liegen gelassen. Vielleicht sollte man mal hier dieses Öl aufwischen. Hallo. Ja, den kann man natürlich, deswegen ist wahrscheinlich diese Ölspur hier, den kann man natürlich jetzt abfackeln, aber das ist ja dann überhaupt nicht unauffällig. Aber irgendwas muss ich wahrscheinlich machen, weil anders komme ich wohl nicht an dem vorbei. Ich bezweifle, dass er so blind und taub ist, wenn ich da links vorbeischleiche. Gucken, ob das... Ich habe noch nie so eine Sneak Attack gemacht. Mit Nahkampfwaffen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das war es wahrscheinlich nicht. Hat das irgendwer mitgekriegt? Hätte man mit Sicherheit auch irgendwie anders lösen können. Wären wir noch bei Thief, hätten wir jetzt ihm einfach mit dem Knüppel ans Übergebraten. Aber soweit ich weiß, geht das bei Skyrim leider nicht. So, und hier haben wir jetzt den Safe. Gut. Oh, das war aber eine dicke Münzbörse. Nein. Für ein Expertenschloss war das doch recht einfach jetzt. Damit haben wir den einen optionalen Teil dieser Quest geschafft. Wenn wir natürlich jetzt wieder rauskommen, ohne entdeckt zu werden, wäre das noch besser. Und da geht's wieder in den Kanal. Dann müssen wir nämlich noch auf die andere Seite. Ach so, hier hätten wir wahrscheinlich auch reinkommen können. Was sind wir denn jetzt? Ich muss ja wieder oben raus, damit ich die Bienenstöcke noch abfackeln kann. Ich weiß nicht, ob ich da durch den Kanal gehen sollte. Ich glaube, da sollte ich eher diese Treppe nehmen, die im Haus war, für den oberen Ausgang. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass das sinnvoller wäre. Ich gehe lieber wieder zurück. Ich möchte gern Gitter zumachen. Können den doch mal da runterwerfen. komm her. So, wird er nicht so schnell entdeckt. So, die zwei stehen da noch, wie sie vorher waren, haben von all dem nichts mitbekommen.
wird's nur schwierig, das wieder so zu timen, dass der Typ auf seinem Rückweg ist. Und nicht gerade jetzt uns in die Arme läuft. Ha? Ja, genau so nämlich. Ich habe gerade schnell geladen. Dann warte ich einen Moment. Das ist aber echt wie bei Thief. Also, falls jemand von euch noch nicht mein Thief-Let's Play geguckt hat, kann er das gerne machen. Falls euch sowas gefällt, wie das, was wir jetzt gerade hier machen. Also, rumschleichen, klauen, gucken, wie man um Leute drum rumschleicht. Leichen beseitigen. Ins Dunkle ziehen. So, hat er jetzt seine Runde beendet? Ha? Na, nein. Wie lange braucht er dafür denn? Nehme ich in der Zeit noch ein bisschen Gold mit. Wir haben jetzt insgesamt 4187. Ich glaube, damit, ja, das Haus, was ich schon habe, kann man mit 5000, glaube ich, kaufen. Aber ich brauche momentan kein zweites. Ja, stehen wir hier dumm rum? Ach so, kann ich aber besser um. Das ist natürlich sehr trickreich und ein bisschen gecheatet. Aber so kann ich um die Ecke gucken. Der geht ziemlich schnell, das habe ich jetzt nur nicht gemerkt. Dachte, der geht langsamer. So, zweiter Stock. Und ich hoffe, dass wir vom zweiten Stock aus über diese Brücke zu den Bienenstöcken gehen können. Ich peile das Gold an, wie immer. Und dann geht's beim nächsten Mal hier im zweiten Stockwerk weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.